So, Ladies and Gentlemen, willkommen zur Keynote 2.0 dieses Jahr. Nun, die letzte Keynote, die war ein bisschen her, die war, glaube ich, irgendwo im März oder Anfang März. Ich streame jetzt auch zum ersten Mal direkt live nur über YouTube und nicht über Facebook parallel dazu. Hat einfach den Grund, weil einfach YouTube ein bisschen mehr bietet, was das Ganze angeht. Ich sehe aber auch, dass wir eine ganz leichte Zeitverzögerung haben von ein paar Sekunden. Sollte aber auch nicht irgendwie den Stream beeinflussen. Der Chat ist natürlich offen, das heißt, ihr könnt hier gerne eure Fragen dazu stellen. Und ja, ich freue mich natürlich auf jede einzelne Frage. Doch, was machen wir heute? Worum geht es heute genau? Und was werden wir hier in der Keynote alles besprechen? Nun, es ist eine sehr, sehr lange Zeit gewesen, es ist sehr ruhig um mich gewesen. Hat einfach den Hintergrund gehabt, dass ich natürlich sehr viele Fremdprojekte in irgendeiner Form zu bedienen hatte. Angefangen hat alles mit Diddy Diamond, dann die Flavored Clouds und jetzt auch noch zu guter Letzt habe ich die Gico Flavors, habe ich daran natürlich mitgewirkt, mit Gico natürlich zusammen, wo wir natürlich wirklich drei schöne Geschmacksrichtungen herausgebracht haben. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch Anfang des Jahres das Drip-Tip, was dann so Mitte des Jahres ungefähr dann erschienen ist, und zwar das Kapkas Fatebringer Drip-Tip. Für alle, die es noch nicht kennen, so schaut das aus. Es sind noch wenige Stücke verfügbar und was dann danach folgen wird, ob wir dann noch ein neues Drip-Tip designen werden, also Vape Mods und ich, das wird sich in der nächsten Zeit auf jeden Fall herausstellen. Ja, die Entwicklungen ansonsten schreiten eigentlich ziemlich gut voran, was das Ganze angeht. Von neuen Flavors bis hin zu alten Flavors, die überarbeitet werden müssen oder gemusst werden. Naja, kann man jetzt nennen, wie man mag und wie man will. Es gab natürlich auch gerade eben noch einen Livestream im Instagram, wo es natürlich ziemlich viele Fragen gab, was jetzt, oder das heißt ziemlich viele, es gab ein paar grundlegende Fragen, was das Ganze ja ab April 2021 alles so bewirkt. Eigentlich mehr für die Hersteller wichtig oder für die Verkäufer, wie anstatt für den Endkonsumenten. Aber ich gehe mal kurz auf diese Fragen ein, bevor wir dann weiterlaufen, denn ansonsten würde das alles so ein bisschen das Konzept durcheinander bringen. Und zwar eine sehr wichtige Frage war, oder ist natürlich auch schon letztens, wo ich im Dampfsport-Dojo zu Gast war, was passiert denn nächstes Jahr? Wird es Umverpackungen geben oder nicht? Nun, es ist auf jeden Fall geplant, die 10 ml und natürlich auch die Longfills aus den ganzen Reihen umzuverpacken in natürlichen Kartons, um natürlich auch die gesetzlichen Vorschriften gewährleisten zu können, dass natürlich Kapkas Flavor weiterhin auf dem Markt existiert. Und Kapkas Flavor wird natürlich weiterhin auf dem Markt existieren. Das heißt, da bin ich eigentlich nicht davon betroffen, dass ich jetzt sage, ich höre auf mit dem Ganzen. Also 10 ml werden umverpackt, die großen werden umverpackt. Mit einem Beipackzettel rein. So viel ist das Gesetz und so werden wir uns auch ebenfalls daran halten. Es kam ab und zu auch mal die Frage auf, jetzt nicht nur jetzt im Live-Instagram, sondern auch ab und zu auch per E-Mail rein, wird es die Bestseller in größeren Gebinden geben? Da kann ich jetzt noch nichts dazu sagen. Das würde dann die Strategie, was ja für das nächste Jahr beeinflussen würde, schon zu weit vorgreifen, aber ich werde euch da ebenfalls ziemlich lange auf dem Laufenden halten, was genau da passieren wird und was nicht. Ich sehe zwar den Chat hier vor mir, aber ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt irgendjemand was reinpostet oder nicht reinpostet. Das heißt, fühlt euch frei, ihr müsst angemeldet sein auf YouTube, dann könnt ihr da auf jeden Fall eure Fragen ebenfalls stellen. Ich habe da selber mal Chat-Test reingeschrieben gehabt. Nun, also, was gibt es denn Neues? Was kann es denn geben? Vorhin hat auch jemand gesagt, mach mal dein Hoodie auf. Da gibt es dann meistens die ersten Indizien fürs T-Shirt. Nein, ich kann euch enttäuschen. Es gibt kein T-Shirt. Das ist nochmal ein altes T-Shirt, was ich hier drunter anhabe. Und das werde ich jetzt auch nicht wechseln, trotz des Livestreams, obwohl das eigentlich gar keine so doofe Idee war. Ich würde sagen, ich möchte euch auch nicht heute allzu lange auf die Folter spannen und am Sonntag, denn ich erwarte ebenfalls auch noch Gäste und das wird eigentlich auch eine etwas kleine Geschäftsbesprechung, denn da werden wir uns ebenfalls nochmal die Drip-Tipps anschauen, ob wir die machen oder nicht. Aber nun gut, zu guter Letzt würde ich jetzt mal sagen, dreht mal ein bisschen eure Boxen auf. Ich sehe, die Zuschauer, die kommen jetzt schon mittlerweile ein bisschen mehr rein. Ich würde sagen, dreht mal eure Boxen auf oder zieht eure Kopfhörer an, denn ich habe etwas für euch vorbereitet und ich kann es wirklich nicht länger für mich behalten oder bei mir behalten und dann sehen wir uns natürlich gleich wieder.
Das ist das Cupcast Merciless. Ich hatte es mal angekündigt in verschiedenen Instagram-Posts. Da ging es darum, was hättet ihr gerne mit Cooling, ohne Cooling, welche Früchte sollten dabei sein, vieles, vieles mehr. Ich habe mich dann doch für diese Variante entschieden, die es dann jetzt hier gibt. Und zwar ein Mix aus verschiedenen Mangosorten, einer Maracuja und einer Passionsfrucht. Und bevor jetzt einer sagt, hey, das ist doch dasselbe. Nein, ist es nicht. Maracuja und Passionsfrucht sind zwei verschiedene Früchte. Und jetzt muss ich ganz kurz mein Greenscreen ausmachen. Bitte verzeiht mir das. Denn es gibt nämlich Folgendes. Das System erkennt das nicht. Das hier ist eine Maracuja. Sie ist gelb und groß. Und das hier ist eine Passionsfrucht. Das sind zwei unterschiedliche Früchte. Nicht vergessen. Und diese sind jetzt hier in Merciless natürlich vereint, in der Signature Limited Edition. 30 ml Aroma in eine 200 ml Chubby Flasche. Einfach auffüllen, shaken und dann vapen. Nun, was gibt es jetzt zu diesem Aroma eigentlich zu sagen? Ja, es ist schwierig am Anfang erstmal das Ganze in irgendeiner Form jetzt bildlich dazu präsentieren. Und zwar die Grundidee oder die Grundkonzeption von Mango Passion war einfach die, Mangos und Maracujas genauso wie Passionsfrüchte in irgendeiner Form zusammenzufinden. Und was wäre natürlich eine Cupcast Limited Edition ohne einen gewissen Cooling-Effekt? Und diesen habe ich dann hier ebenfalls mit nochmal eingebaut. Erhältlich wird das Ganze sein, bevor jetzt die Fragen erscheinen. Circa Mitte Oktober sollte das alles auf die Reise kommen. Doch was es jetzt ganz genau noch Besonderes dran gibt. Und zwar, ich habe hier mal ein ausgedrucktes Label. Das sah dann so aus. Also man sieht das jetzt nicht, weil wir hier Appetit-Weiß haben. Das Label habe ich mir besonders einfallen lassen. Und zwar sind die Honeycombs, die hinten drauf sind, die sind fühlbar und ertastbar. Das bedeutet, das ist so das Goodie, was auf den Labels drauf ist. Sie sind wirklich tatsächlich erfühlbar und ertastbar. Also die Labels sind wirklich megamäßig geil. Ich habe jetzt schon die Prototypen gesehen. Da habe ich sehr, sehr lange gearbeitet mit den Druckern zusammen. Worauf ich natürlich noch stolz bin, ist auf Daniel von 3D Concept Designs, der mir dieses Video natürlich ermöglicht hat. Eigentlich war die Idee eine ganz andere, aber das ist dann sehr, sehr schnell herausgestellt, dass für Merciless, was ja übersetzt gnadenlos bedeutet, ein viel zu hoher und großer Aufwand wäre. Und dank unserer super Corona-Regeln, die wir haben, konnten wir auch keinen neuen Film dafür drehen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ein richtig cooles 3D-Videokonzept dafür produzieren zu lassen. Denn was wäre denn eine Limited Edition ohne ein entsprechendes Video dazu? Ich möchte mich natürlich auch bei Eugen von Perfect Media bedanken, der natürlich immer gnadenlos, muss ich ehrlich zugeben, meine Labels so kreiert und designt, wie ich sie mir tatsächlich vorstelle. Und das ist dann ebenfalls dabei rausgekommen. Und die Stimme, falls ihr es nicht gelesen habt und sie erkannt habt oder nicht erkannt habt, da nochmal ein sehr, sehr großes Dankeschön an Jasmin. Ihr kennt sie besser als Minjas. Das ist nämlich ihre Stimme, die sie hinten dran oder die ich dann zur Verfügung gestellt bekommen habe für die Sprachsequenz, die am Ende des Videos ist. Das Video will ich nochmal separat auf jeden Fall hochladen, falls es nochmal jemand später angucken möchte. Dann könnt ihr natürlich sagen, worum es genau geht. Ich hatte natürlich auch ein kleines, verschwommenes Bild auf Instagram mal hochgeladen und dann hieß es gleich, ja, das können doch nur Milch und Honig sein, aber nein, tut mir leid, Leute, Milch und Honig ist nicht so mein Fall. Ich habe die Honeycombs einfach gewählt, weil sie einfach so ein bisschen zu dem Muster passen. Ich habe einfach überlegt, ja, okay, in Ordnung, es gibt immer wieder gleiche Dinge, aber was könnte denn da vorher oder hervorstechen aus diesen gleichen Sachen, die es immer gibt. Und da habe ich mir tatsächlich die Maracuja, ich habe sehr lange danach gesucht und ich habe sie natürlich auch gefunden und das ist tatsächlich eine echte Maracuja. Also viele schreiben ja Maracuja drauf, obwohl sie dann eine Passionsfrucht abbilden oder nach einer Passionsfrucht schmeckt. Also wie gesagt, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ist der Greenscreen wieder aktiv. Holt euch mal eine echte Maracuja, sie ist größer und sie ist gelb im Vergleich dazu. Probiert sie aus, denn eine Passionsfrucht schmeckt leicht süßlicher und eine Maracuja leicht säuerlicher. Was mich gerade auch zu dem nächsten Thema bringt, es gibt natürlich ein Getränk von Teichner, glaube ich, heißt es. Und das ist fast genauso identisch wie das Merciless. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe es jetzt erst neulich probiert gehabt. Das nennt sich auch irgendwie Maracuja, Mango, Orangenlimonade oder irgendwie sowas. Also wenn ihr das mal seht, probiert es einfach mal aus. Dann verkürzt sich einfach mal die Wartezeit, bis natürlich Merciless auf jeden Fall erscheinen wird. So viel zum Thema Merciless, das dann demnächst bald auf den Markt kommen wird. Ja, ansonsten,
Ich sehe zwar den Chat, aber es gibt keine Fragen. Ich schätze mal, ihr seid alle wunschlos glücklich und habt keine Fragen an mich, was das Ganze angeht. Ich muss nur schauen, dass ich nichts vergessen habe. Ach so, ja, genau, jetzt habe ich es nochmal. Habe ich ganz vergessen noch zu erwähnen. Es sind auf jeden Fall auch T-Shirts in der Mache. Die sind auch gerade beim Drucker. Die dürften nächste Woche bei mir eintreffen. Und wir machen daraus natürlich gleich ein kleines Konzept. Und zwar die ersten 100 Personen, die Merciless bei mir dann ab Release bestellen werden, bekommen natürlich ein T-Shirt gratis on top dazu. Das bedeutet dann, wenn ihr es bei mir im Shop bestellt, das ist so ein kleines Goodie und als Dankeschön von mir an euch da draußen, die bekommen natürlich auf jeden Fall ein T-Shirt, wo dann tatsächlich dieses komplette ausgeschnittene, ja, Merciless mit den Honeycombs drauf ist. Ich habe leider noch kein Bild zur Verfügung, aber das wird auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen veröffentlicht werden. Vape-Matten sind ebenfalls geplant für Merciless. Natürlich, wir haben von Coltadians, von Sturm. Wir haben natürlich auch das Universe, den Reaper und den Barber. Merciless wird es ebenfalls geben in geringer Stückzahl, was die Vape-Matten angeht. Ich bin da noch dabei, eine Absprache mit einer Produktion zu treffen, ob die das genauso hinkriegen, wie ich das gerne möchte. Da bin ich noch gerade dran. Falls nicht, dann wird es die normalen Vape-Matten geben, die etwas kleineren Formate. Aber da halte ich auf jeden Fall auch noch auf dem Laufenden. Bis zum Release wird natürlich das ebenfalls alles da sein. Ah, der erste Kommentar. Extreme Flow, ja natürlich. Der genaue Release-Tag wird auf jeden Fall noch verkündet, denn es bedarf natürlich immer, moin, es bedarf natürlich immer erstmal eine Grundkonzeption all dessen, dass wirklich alle Großhändler erstmal das Zeug haben und dann das natürlich erstmal an die Händler verschicken und dass dann ein gemeinsames Startdatum für alle Händler online sowie offline auf jeden Fall angelegt wird, damit keiner in irgendeiner Form einen Vorteil ziehen kann. Ich persönlich halte mich natürlich ebenfalls selbst daran, aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal in verschiedenen Posts und Livestreams dafür hören, was das Ganze angeht. Die Reifezeit würde ich jetzt beschreiben, das ist auch ein wichtiges Thema jedes Mal, so circa 3 bis 5 Tage. Am Anfang ist es sehr durchsichtig und sehr klar und nach ein paar Tagen erhält es eine solch leichte Färbung, man kann das nur ganz schwer erkennen. Es wird leicht gelblich, also es wird leicht gelblich, nicht so extrem wie Mythoglas, aber es wird ganz leicht gelblich und es ist nur nach 3 bis 5 Tagen auf jeden Fall dann reif zum Dampfen und man schmeckt dann noch hervorragend einmal diese schöne Mango heraus. Es ist eine andere Mango wie in Mythoglas und dann im Abgang spürt man mehr so ein bisschen zwischendrin die Passionsfrucht, in dem Abgang dann die leicht säuerliche Maracuja. Also wer bisher noch nie eine Maracuja gegessen hat, schnappt sie euch. Die sind groß und die sind auf jeden Fall gelb und die sehen auch von innen natürlich ganz anders aus, so wie ihr es natürlich auf dem Bild seht. Eine Empfehlung wert. Die Kälte ist vergleichbar, ich sage jetzt mal, sie ist nicht so extrem wie bei Mythoglas. Sie ist so ein bisschen vergleichbar wie bei, ich würde fast sagen Thorn. Na, auch nicht. Sturm eventuell sogar. Also es ist eine etwas dezentere Kühle. Nicht dieses arschkalt, wo dann jeder sagt, so ein bisschen weniger. Bisschen weniger. Und wie gesagt, Reifezeit würde ich sagen so 3 bis 5 Tage. Und je länger es steht natürlich, desto intensiver wird es dann auch. Und man schmeckt dann immer mehr und mehr und stärker auch dann die Maracuja heraus. Mit ihren ganzen Facetten und Nuancen, was eine Maracuja so mit sich bringt. Sweetener-technisch werde ich euch nicht sagen, was drin ist. Ob da jetzt Sucralose drin ist oder nicht, werde ich euch jetzt nicht sagen. Einfach aus dem Grund, damit die Vorurteile von Sucralose-Befürwortern oder Sucralose-Gegnern einfach mal ein für alle Mal ausgeblendet werden. Das heißt, ihr müsst das schon selbst probieren, um herauszufinden, ist da Sucralose drin oder ist sie nicht drin. So. Und ansonsten, ja, das war's eigentlich schon mit der Keynote. Eine kurze und knappe Keynote in Zeiten, wo ich sage, okay, in Ordnung, vielleicht ist es die letzte, vielleicht ist es nicht die letzte. T-Shirts werden auf jeden Fall folgen. Es wird auf jeden Fall noch ein kleines Gewinnspiel für euch folgen, damit ihr auch diese Sachen vielleicht sogar vorab bekommen könnt. Vielleicht wähle ich wieder 10 Stück aus mit einem kleinen Gewinnspiel, wo ich sagen kann, das ist es, ihr bekommt das auf jeden Fall noch vor Release-Datum. Das mache ich immer gerne für euch. Und die Vape-Matten genauso wie die T-Shirts werden ebenfalls noch bekannt gegeben, wie die dann auch schauen werden. Hat er noch kein Maracuja, was mir mitgetaugt hat bisher, war bei der Ananas auch so, bis Icebreaker kam. Icebreaker ist mehr eine Mischung aus einer philippinischen Mango, anderen exotischen Früchten und natürlich einer Ananas-Kombination. Das ist Icebreaker, der so ein bisschen mehr das Exotische einfangen soll.
Das hier ist ebenfalls eine exotische Kombination, aber mehr natürlich tatsächlich in diese Fruchtrichtung, wo man sich Mango, Maracuja und natürlich auch die Passionsfrucht rausschmecken kann, mit einer sehr, sehr angenehmen Süße und einem ganz leichten Cooling-Effekt, der natürlich zu jeder Jahreszeit bei mir passt. Sommer wie Winter. So, nun gut, aber ich verabschiede mich jetzt von euch. Es werden bestimmt noch weitere Fragen auftauchen, die könnt ihr dann gern auf jeden Fall auf Facebook und natürlich auch auf Instagram bei mir stellen. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch fürs Zusehen und ich wünsche euch allen noch einen schönen Restsonntag und eine schöne, angenehme Woche.